Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soibo und wir gehen erst einmal wieder unserer Routine nach, fangen auch bei dem Geld an. Vielen Dank dafür. Und dann ab in den Supermarkt. Gab ja wieder ein paar Kommentare, dass mal wieder durchgetestet werden soll. Das wird natürlich auch sehr gerne gemacht. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt erst einmal alles durch. Heute mal ein bisschen früher, ist also mal eine andere Uhrzeit als sonst. Willkommen. Oder als die letzten Male vielmehr. Gibt irgendwie nichts Neues, oder? Obwohl der neu gewesen war. Wahrscheinlich nur wegen den Farben. Naja, Farben finde ich jetzt nicht so interessant, muss ich sagen. Willkommen. Zumindest nicht so interessant, als dass ich die Sachen nochmal neu kaufen würde. Oh je, das sieht ja aus. Vielen Dank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja krasser Shit. So, Möbelhaus. Willkommen. Oh, die Disco ist wieder da. Die müssen wir auf jeden Fall kaufen. Die kaufe ich jetzt erstmal absichtlich nicht, weil wir irgendwie die Disco heute kaufen müssen. Die war ja zweimal gewünscht worden. Grillparty, die gucken wir uns doch auch mal an. Das ist ja cool, wie sie da alle am Futtern sind. Wer grillt überhaupt von denen? Das hier kommt vom Hinterteil. Es ist schön mager und zugleich deftig. Alter Nordstern, was erzählst du denn da? Das hier kommt vom Hinterteil. Also wenn ich beim Grillen wäre und irgendjemand diesen Spruch sagen würde, oh, puste ins Mikrofon. Der Rauch kommt genau in meine Richtung. Genau den richtigen angepustet. Naja, was ich sagen wollte, wenn irgendwann beim Grillen mir ansagen würde, ey, dieses Teil, das kommt vom Hinterteil, würde ich sagen, okay. Das hättest du mir nicht sagen müssen. Aber naja, gut. Ich würde sagen, wir machen die Tomodachi-Quest auf jeden Fall auch, weil wir ja Geld brauchen. Von daher starten wir das. Wir müssen nämlich unbedingt die Disco bekommen. Eieiei, nämlich der Julius und der Onur haben beide einen Wunsch geäußert für die Disco. So, du hast 60 Mana, dann kannst du erstmal auf jeden Fall ein bisschen zaubern, Nordhan. Du machst auf jeden Fall ein Special. So wie es aussieht, haben wir zwei Zauberer. Das war gut. Ich glaube, Tabea kann heilen. Das ist dann ganz gut. Würde ich sagen. Nächster Kampf. Mit Windspiel, oh je. Zack. Angezaubert. Angespecialt. Und nochmal zaubern. Kämpfen bitte. Stirb. Schade. Ui, das hat ganz schön Schaden gemacht. Die überlebt das nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr Magie ausspielen will. Das will ich eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir ihn so kaputt geprügelt bekommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gehe mal nach rechts, würde ich sagen. Ja, richtig. Sehr schön, aber was liegt da? Ich kann es nicht wirklich erkennen, was das sein soll. Aber wir sollten es schaffen. Eine Muschel. Ein König der Ammonitfossilien. Interessant. Okay. Wir heilen auf jeden Fall mit Tabea. Damit Julia nicht stirbt. Falls irgendwas Verrücktes kommt. Und daneben, perfekt, können wir jetzt voll durchdamagen. So muss das. War ja manchmal schon echt knapp, dass wir das hier nicht geschafft haben. Gucken, wie es heute wird. Sollte eigentlich gut enden. Okay, nicht so ganz geil, aber was soll's. Ich denke nicht, dass ich heilen muss. Weil wenn ich heile, das bringt es auch nicht so viel. Ich heile aber trotzdem einfach mal. Okay, daneben, perfekt. Bitte immer treffen. Ich denke, ich werde heute mehrere Folgen aufnehmen, damit wir auf jeden Fall die Disco kaufen können. Also über den Tag verteilt dann mehrere Folgen, denke ich.
Also wundert euch nicht, wenn dann morgen auch eine Folge von heute quasi kommt und ich dann noch nicht die Kommentare drauf achten konnte. Weil es ist mir doch sehr wichtig, dass wir die Disco jetzt bekommen. Stört bitte. So langsam mal. Oh je, da hat er den richtigen geboxt irgendwie. Den können wir aber nicht heilen, glaube ich. Weil die Julia geheilt wird. Das ist ein bisschen scheiße. Paolo muss leben. Ich halte trotzdem ab. Er ist halt die Julia, wie gedacht. Bisschen uncool. Oh je. Ich glaube, den Paolo kriegen wir nicht mehr geheilt. Das ist ein bisschen blöd. Aber was soll's. Wir müssen es halt irgendwie durchstehen. Das ist die letzte Heilung, die wir haben. Nein! Unseren Haupt-Damage-Dealer ausgeschaltet. Nachdem die anderen beiden kein Mana mehr haben. Das ist gar nicht gut. Müssen wir uns hier mit Kleingram irgendwie ins Ziel retten. Oh Gott sei Dank. Oh Mann. Da haben wir es geschafft. Ammonit-Fossil bekommen. Gucken wir mal im Pfandleihhaus, dass wir erstmal alles verkaufen, was wir hier so haben. 100 gab es immerhin. 59. Selbst das Klopapier ist hilfreich. Okay, da fehlt noch einiges. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen. Dann gucken wir mal, ob jemand spielen will. Da oben will jemand spielen. Das ist doch schon mal gut. Das machen wir heute als allererstes. Oh, hoffentlich kommen da noch ein paar mehr. Hast du Lust auf ein Spielchen? Auf jeden Fall. So. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Joso und Jasmin sind am selben Tag geboren. Ich glaube nicht. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Gott sei Dank. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Paolo und Lukas sind befreundet. Ich glaube ja. Und die korrekte Antwort ist... Scheiße. Das ist falsch. Oh Mann, dieses Spiel mit so vielen Bewohnern ist echt schwierig. Schade, das war anfangs schade, super aber das einfach. Machen wir demnächst aber nochmal. Mittlerweile... Ja. Heftig. Naja, immerhin gibt es ein Klopapier. Dann kriegst du mal was zu essen, das gibt ja auch immer Geld, wenn wir schon hier sind. Echt lecker, das freut mich. Oh, es gab sogar richtig viel Geld. Okay. Da haben wir ein Beziehungsproblem von Benny. Der Benny, der kriegt nichts mehr zu essen, habe ich gehört. Sein Besitzer hat ihn quasi auf Diät gesetzt. Hallihallo, schön dich zu sehen. Okay. Ich glaube, eine Beziehung würde Rektalyn gut tun. Ja. Wie wär's denn mit Joso? Ja, warum denn nicht? Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Ja, dann mach das mal, Benny. Bin ich ja mal gespannt. Rektalyn und Joso. Ob das was wird? Der Kuppler ist schon wieder am Start. Oh Mann. Scheint ja ganz okay zu laufen. Danke, ich habe den Tag sehr genossen. Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Okay. Sieht nicht so aus, als ob das perfekt gelaufen ist. Das war, glaube ich, ähnlich wie das letzte Mal. Fürs Erste werden sie wohl nur befreundet bleiben. Immerhin, immerhin. Neuer Level. Dann kriegst du ein ganz kleines Taschengeld leider, weil wir... Obwohl, ich gebe dir einfach 25, ist egal. Bitteschön. Das ist schon klein genug. Denke, das können wir noch ausgleichen, sonst hattest du ja, glaube ich, keinen Wunsch. Vielen ich Dank. Halt jetzt Fehler jetzt gemacht fehlen hab. Nur noch 9.975 Euro für meinen Weltraumurlaub. Okay. Ja, wie gesagt, dein Besitzer hat dich auf Diät gesetzt, also geben wir dir nichts zu essen.
Weiter geht's. Mr. Gary, du hast ein Problem, Je. Während du mit dem Katzi spielst. Oder war es ein Hund, Je? Ich bin mir nicht sicher. Hallo, war ein Katzi, hallo. Genau wie schön gedacht. Dich zu sehen. Freut mich auch. Ich habe Hunger. Das trifft sich gut, das gibt nämlich Geld. Jetzt nur von einem Hotdog. Bitteschön. Absolut lecker, das freut mich doch. Immer weiter, kann ich dazu nur sagen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Okay. Gibt's noch ein paar Instant-Nudeln. Sehr schön, echt lecker, das freut mich. So, ich habe noch ein Schiebepuzzle bekommen gehabt in der letzten Folge, glaube ich. Das können wir mal noch machen. Dann nehme ich heute wirklich ein bisschen mehr auf. Dann gibt es wenigstens auf jeden Fall auch jeden Tag Folgen. Lass es uns gleich. Ich glaube, wir hatten sogar drei Stück davon. Da können wir ein bisschen was puzzeln. Okay, das hatten wir auch schon mal. Und jetzt? Die drei Stimmen so, glaube ich. Das muss jetzt nur darüber. Wie kriege ich das du darüber? Du machst das besser, als ich gedacht hatte. So? Boah, du hast's geschafft. Wie gut ich bin. Das war ja einfach. Vielen Dank dafür. Das hat Spaß gemacht. Mir auch. Okay, es gibt auch Geld. Dann sind wir hier erstmal bei dir fertig. Guck mal, wer noch Probleme hat. Da will man spielen. Spielen geht immer vor. Hast du Lust auf ein Spielchen? Definitiv. Die erste Silhouette. Gut, Silhouettenquiz. Ach du Scheiße. Was wird es wohl sein? Kochnütze? Die richtige Antwort ist... Es Gott war sei Dank. Die zweite Silhouette. Was wird es wohl sein? Strohhut? Die richtige Antwort ist... Und die letzte Silhouette. Bitte, bitte. Was wird es wohl sein? Ich glaube, es war eine Maske, man sieht so ein bisschen von der Seite. Es war eine Phantom. Gott sei Dank, Alter, war das krass. Das war heftig. Glückwunsch. Such dir einen aus. Das wird dann dein Preis. Oh ja, die gibt Geld. Die gibt Geld. Vielen Dank. Oh, dann gibt's erstmal was zu essen hier. Ich freue mich voll, dass die Disco wieder im Laden ist. Müssen wir jetzt wirklich irgendwie zusammenschustern. So, du hast noch Platz für Objekte. Du hast noch keine Wii U, das wollte ich dir geben. Bitteschön. Du möchtest ja auch noch... Ne, der Marc wollte das Fußballstadion noch haben. Du hast es ja schon bekommen. Das wird dann, denke ich, nach der Disco dann irgendwie in Angriff genommen werden. Schätze ich mal. Oder nach den Discoen. Die sind ja schon ewig auf der Wunschliste. Was, du magst keine Karotten? Das ist ja frech. Hier ist noch ein Problemchen. Beim Hulk. Und die Ananas beim Hulk. Und Hulk oder seinem Farmer-Outfit. Voll stylisch. Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. Eben okay, von Hulk. Soifo. Was hast denn du für ein Problem? Ich möchte Gemüse essen. Deswegen auch das Farmer-Outfit. Was hältst du von Karotten? Findest du gut? Das freut mich, ja. Da habe ich noch mehr von. Von den guten Gemüsen. Da war noch Mais, war auch noch dabei. Guck mal, was hältst du von Mais noch? Findest du auch gut? Sehr schön. So, du kriegst aber auch wieder ein kleines Taschengeld, was unser Geld wieder ein bisschen verringert. Upsala. Aber was soll's. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 9.900 Euro für meinen Weltraumurlaub. Okay. Ich glaube, Soifo könnte mal wieder ein gutes neues Outfit gebrauchen. Mal schauen, was wir da so haben. Willkommen. Schön, das Ebenbild von mir zu Gast zu haben. Das finde ich ganz schick. Bitteschön. Bin ich immer noch der Einzige, der verheiratet ist? Was ist denn los, Leute? Okay.
Gibt's noch was zu essen, weiß ich gar nicht. Gleich noch hier so eine Trinkschokolade vielleicht. Die könnte gehen. Die geht auch. Perfekt. Ziemlich lecker, das freut mich doch. Zack, bisschen Geld gab's auch noch. Probleme, da haben wir was. Der Benjamin. Oh, die machen da auch irgendwie Frühsport. Da bist du gerade unterbrochen. Letztes Mal haben wir uns das ja toll angeguckt. Hallo, Süße. Hallo, Süße, Mann. Okay. Ich glaube, ich verhungere gleich. Oh nein, das geht ja gar nicht. Kriegst du mal einen Hotdog? Bitteschön. Der Benny muss auf jeden Fall auch dran denken, mir wieder zu sagen, wenn ich seinen kleinen Mann wieder füttern darf. Nicht, dass der uns wirklich noch verhungert. Was könnt mir dir denn mal für eine Kleidung geben? Was sind hier für geile Outfits? Panda-Kostüm ist auch cool. Das hattest du ja schon. Das ist auch cool. Gibt's hier so? Irgendwas, was hier stehen könnte. Das hier finde ich eigentlich ganz schick, das gebe ich dir mal. Bitte schön. Danke für deine Hilfe. Bitte nimm im Gegenzug das hier von mir an. Eine Goldmünze, sehr cool. So, dann kriegst du noch was anderes zu essen. Bitte schön. Perfekt. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. So, dann würde ich aber auch sagen, wir machen einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.